Aufgrund der anhaltenden Dürre haben rumänische Landwirte Schwierigkeiten, ihre Rinder zu halten. Die Trockenheit erschwert die Futterversorgung und zwingt sie, ihre Tiere an Schlachthöfe zu verkaufen. Ein Landwirt erzählt, dass er seinen Viehbestand in den letzten Jahren reduzieren musste. Die Fütterung seiner Tiere hat ihn rund 1000 Euro pro Monat gekostet. Este cu 30-40% mai mic. Pe un tau la 400-500 de kilograme, mai mult de 4.000 de lei, 4.500 de lei nu luăm la abator. Ce am trecut? Anul trecut 1.000-9.000 de lei. Vertreter von Viehzüchtern sagen, dass alle rumänischen Bezirke, die von der Dürre betroffen sind, in der gleichen Situation sind. Diejenigen, die Winterfutter verbrauchen, werden nach Angaben der Beamten im Oktober oder November ihre Herden auflösen müssen. Dies hat drastische und besorgniserregende Langzeitfolgen. Bereits jetzt ist ein Rückgang der Bestände zu beobachten. Von einst 7 Millionen Kühen sind nur noch etwas mehr als 1 Million übrig. Die Kleinbauern sagen, dass die Auswirkungen bis zu den Verbrauchern durchdringen werden. Carnea de ovine și carnea de bovine, dacă mergem așa, se va dubla la anul, pentru că nu se mai găsesc animale. Von der fast 1 Million Rinder, die noch übrig sind, sind etwa 300.000 Milchkühe. Nach Angaben des Verbandes der Viehzüchter ist es schwer, den Betrieb wieder in Gang zu bringen, wenn er einmal geschlossen wurde. Vertreter von Viehzüchtern sagen, dass der Druck auf die Schlachthöfe im Herbst zunehmen wird. Nachdem sie die Tiere fast 4 Monate bis in den Herbst gehalten haben, können die Landwirte sie verkaufen. Denn für die Tiere sollen sie in dem Zeitraum von der rumänischen Agentur für Zahlungen und Interventionen in der Landwirtschaft Subventionen erhalten.